Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 9 Dinge, die das Fasten brechen. Erstens, natürlich Essen und Trinken. Wenn man aber unabsichtlich und aus Versehen isst oder trinkt, dann macht dies das Fasten nicht ungültig. Zweitens, über Allah, die Propheten oder die Ahlul Bayt alayhimus salam zu lügen. Das heißt, etwas ihnen zuzuschreiben, was sie nicht gesagt haben. Drittens, groben Staub zu verschlucken, wenn es in den Rachen kommt, wie grobe Erde oder sonstiges. Viertens, wenn man den Kopf, den gesamten Kopf unter Wasser taucht. Fünftens, wenn man absichtlich sich übergibt. Sechstens, Geschlechtsverkehr. Siebtens, Selbstbefriedigung. Achtens, das Fortbleiben im Zustand der Janabe, des Haid, also der Menstruation, oder des Nifas, also nachdem man die Geburtsblutung hatte bei den Frauen. Und zu guter Letzt das Einspritzen von flüssigen Medikamenten oder flüssigen Mitteln durch den Dickdarm. Möge Allah eure Taten annehmen. Wassalamu alaikum.